Arno Bühler, 22 gegen den FCZ. Als erstes bitte ich Sie mal, uns das Geheimnis von Wilmos Wandschak zu erklären. Er steht gerade neben uns und er hat schon 9 Tore in dieser Saison geschossen. Wie macht er das? Ja, aber es ist unsere Strategie. Ich will nicht das erzählen, aber wir haben ein gutes System mit Block, mit verschiedenen Laufen. Und mit das, er kann allein sein. Und wenn du lässt 50 Meter zu Wandschak, das ist sehr gefährlich. Hat er einfach ein so gutes Timing? Oder, weil sehr groß ist er ja nicht. Was ist entscheidend? Ja, das ist Timing und auch Dingstar oder Bascha macht super Corner-Ecke. Und mit das, es ist das Tor, es ist 50% Wandschak und 50% der Mann schießt in die Ecke. Kommen wir zum heutigen Spiel. Der Penalty, den Vanins gehalten hat vor der Halbzeit, war der mitentscheidend für dieses Spiel? Naja, ganz klar. Das war eine sehr gute Sache. Und wir haben gespürt, dass die Mannschaft nachher war sofort im Spiel. Und zweite Halbzeit, wir haben viel Druck gebracht. Und das war, wir können bedanken Vanins. Was hat Ihr Trainer Laurent Rousse in der Halbzeit gesagt, dass Sion so wie verwandelt herausgekommen ist? Ah, wir haben zu viel im Fuß gespielt und nicht in Tiefe gespielt. Und das zweite Halbzeit, wir haben ändern und das war besser. Haben Sie eigentlich 48 oder 12 Punkte? 48. Warum? In der Tabelle steht überall 12. Ja, aber wir wissen uns Spieler und Staff, was wir haben gemacht mit Arbeit und das, es muss so sein. Sind Sie auch zuversichtlich, dass das am Ende der Saison dann für die Europa League auch wirklich reicht und nicht für einen Barrageplatz oder was Ähnliches? Ja, wir wissen nicht, aber wir warten, wie die ganze Mannschaft, wie die ganze Fans, wir warten und wir hoffen, es wird eine gute Sache kommt, aber so, wir machen unsere Arbeit. Wenn es bleibt so, wir müssen gegen Lausanne übergehen. Und, aber ich habe sehr Vertrauen mit das. Die Mannschaft kann über Lausanne gehen. Jetzt geht es schon am Mittwoch weiter gegen Luzern im Cup. Der Mythos Sion und Cup. Wird man den auch wieder erleben da am nächsten Mittwoch? Ja, das ist eine sehr schöne Geschichte. Und als Spieler ich habe schon das erlebt und ich will noch erleben. Es ist ganz klar, wir haben diese Halbfinale hier in Sion und wir müssen sowieso im Finale gehen und nachher wir wissen die Geschichte, wie es läuft. Bernard Chaland, als er hier Trainer war, hat mal gesagt, er hat fast ein bisschen Angst, in den Final einzuziehen, weil er will nicht der Erste sein, der diesen Final verliert. Denkt ihr auch so oder geht er einfach Vollgas? Nein, ich nehme das als Kraft, dieser Geschichte. Und nein, ich habe keine Angst. Okay, danke vielmals. Bitte.